letzte Woche, aber heute spielen wir das Spiel Cool Maker. In dem Fall ist es ein Spielzeug mit einer Nähmaschine. Papa, ich will das jetzt machen. Ja, kannst du gleich machen. Im Hintergrund sehen wir einige Sequenzen. Und dann fragt man sich, eine Nähmaschine für Kinder, für so kleine Kinder, muss es das sein? Ist das nicht zu gefährlich? Das war mein erster Gedanke, den ich hatte. Jetzt schauen wir allerdings mal hier drauf. Da ist die Nadel. Drück mal drauf und es passiert nichts. Das heißt, die Nadel ist hier sicher. Das kriegt man auch nicht weg. Das ist absolut fixiert, weil, wie man auf den Bildern sieht, wird der Stoff runter geschoben. Das heißt, es wird drauf genäht. Und das ist wirklich toll. Das macht sehr viel Spaß. Ja, du willst auch noch was sagen? Da kann man das an- und abschalten. Okay, das ist aus dem Hause Spin Master und preislich absolut top. Also wer jetzt sagt, ich suche noch eine Nähmaschine, das Kind ist 4, 5, 6, 7 Jahre alt. Genau, das ist nur ein kleines Loch. Und es soll wirklich schnell funktionieren. Es gibt verschiedene Aufbauanleitungen. Eben. Das geht recht schnell und ist einfach. Und was haben wir hier drin? Da haben wir noch ein Fach, da kann man nämlich alles verstauen. Zeig mal, was da drin ist. Ich habe vorhin viel da drin gestaut und da passt es auch dann zu. Macht, genau, kann man alles zumachen. Also wer eine Geschenkidee sucht, ein tolles Spielzeug, insbesondere für Mädchen, die vielleicht gerne nähen, Lust daran haben. Das ist die Anleitung, oder? Braucht man nicht in dem Fall. Oh, da haben wir noch was drin. Schauen wir mal, was da drin ist. Oh, genau, das willst du auch noch zeigen. Genau, das haben wir auch. Die anderen haben wir alles schon fertig gemacht. So sieht das aus, oder? Ich habe auch noch ein Einhorn. Ein Einhorn hast du auch. War das toll? War das schwer? Eigentlich? Mit Oma bzw. mit Mama kann man da auf jeden Fall mit anfangen. Also die Alina ist jetzt 4 Jahre. Wie gesagt, das muss man überlegen. Allerdings hat sie wirklich schon Spaß dran gefunden. Und mit etwas Hilfestellung schafft sie es sogar schon alleine. Das hängt natürlich immer von der Entwicklung des Kindes ab. Ich finde es allerdings eine absolut tolle Geschenkidee für Mädchen, für kleine und etwas größere Mädchen. Ich denke, in den hinteren Sequenzen sieht man es alles. Der Alina darf es nicht anfassen, weil es Alina gehört. Also, da gibt es verschiedene Ideen, verschiedene Möglichkeiten. Also, ich kann es eigentlich nur empfehlen. Oder, Alina? Top, oder? Ja. Ja, ich sag tschüss. Bis bald tschüss. Mal wieder. Tschüss.